In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in den God Mode Glitch kommt nach dem neuesten Update. Und zwar braucht ihr hierfür einen Juggernaut, den könnt ihr euch in der Zone 3 im Shop für 10.000 Punkte kaufen. Diesen wirft ihr erstmal und wartet, bis er landet. Wenn euer Jugger dann da ist, dann legt ihr euch daneben auf den Boden, haltet die Taste zum Aufnehmen plus taktischen Sprint gedrückt. Und jetzt müsst ihr nur noch warten, bis der Timer hier vorbei ist vom Juggernaut. Und sobald der Timer vorbei ist, gibt es ein paar Sachen, die ihr beachten müsst. Und zwar, ihr könnt ganz normal rennen und springen und die Zipline benutzen, Versänger benutzen, Auto fahren, solange ihr nicht auf dem Boden liegt. Also, wenn ihr euch hinlegt, dann merkt ihr das auch, wenn ihr läuft, dass ihr dann so kriecht, dann seid ihr im God-Mode. Und wenn ihr aus dem God-Mode raus wollt, dann müsst ihr nur einmal auf Springen drücken, dann könnt ihr auch wieder taktischen Sprint machen, rennen und alles benutzen. Ihr dürft nur nicht ins Wasser gehen. Und sobald ihr wieder ins God-Mode wollt, müsst ihr euch einfach wieder hinlegen, die Taste drücken. Und wenn ihr auf dem Boden liegt, dürft ihr auch nicht sprinten. Immer wenn ihr sprinten wollt, müsst ihr vorher einmal auf Springen drücken, sodass ihr steht. Und danach könnt ihr wieder rennen. Wenn ihr die Versänger benutzen wollt, gibt es auch eine Sache, die ihr beachten müsst. Und zwar müsst ihr kurz vor dem Landen euer Fallschirm aufklappen. Und es ist auch egal, wann genau ihr das macht. Hauptsache ihr landet ohne Fallschirm in der Hand, so wie ich jetzt gerade. Dann seid ihr auch noch im God-Mode. Ihr könnt auch Fahrzeuge benutzen. Ihr müsst natürlich vorher einmal aufgestanden sein. Also ihr dürft nicht in der liegenden Position sein. Dann könnt ihr ganz normal rumfahren und wenn ihr dann bei Zombies seid, dann drückt ihr einfach wieder die Taste zum Hinlegen und ihr seid wieder im God-Mode. Ihr könnt auch Ziplines benutzen, aber wie gesagt, ihr dürft nicht in der liegenden Position sein, sondern ihr müsst vorher einmal springen, dann könnt ihr auch die Zipline benutzen und euer God-Mode bleibt auch bestehen. Also nochmal kurz zusammengefasst, was ihr euch merken müsst, nachdem ihr den Jugger genommen habt, so wie ich in dem Video. Und dann seid ihr immer im God-Mode, sobald ihr die Taste zum Liegen drückt. Und sobald ihr einmal auf Springen drückt, seid ihr aus dem God-Mode raus. Dann könnt ihr wieder laufen, also beziehungsweise taktischen Sprint machen. Ihr könnt Ziplines benutzen, die Versänger benutzen und Fahrzeuge fahren. Und wenn ihr wieder in den God-Mode rein wollt, müsst ihr die Liegen-Taste drücken, wo ihr euch auf dem Boden hinlegt. Und wenn ihr auf dem Boden liegt, Leute, dürft ihr keinen taktischen Sprint machen. Ihr müsst vorher immer einmal auf Springen drücken, damit ihr aus dem God-Mode raus seid. Dann könnt ihr wieder sprinten und halt die ganzen Sachen benutzen. Doch, ihr dürft nicht ins Wasser und wie bei dem Glitch vorher kriegt ihr auch Damage von Geschossen, zum Beispiel von Mangler-Geschossen oder von Söldnern oder dem Megascheusal. Der Mimiker zieht euch zwar zu sich, Leute, aber sobald ihr wieder die Liegen-Taste gedrückt haltet, seid ihr wieder im God-Mode. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!